kenne einige, bei denen das fatal gescheitert, nicht gescheitert war, sondern gelungen ist, aber dann ein bestimmter Preis zu zahlen war. Aber es macht auch von vornherein keinen Sinn, sich vorzustellen, dass man da eine Abhängige, eine Sklavin, eine Untergebene des Geistes sich als Sekretärin der Genauigkeit und Seele hätte zulegen oder auf den Bauch binden sollen, denn die Voraussetzung ist natürlich die absolute Willensfreiheit und Freiwilligkeit und gleichzeitig akzentuierte nicht nur Klugheit, sondern Weisheit und das unbedingt wissen wollen dieser Frauen. Und dann ist die interne Paradoxie schon wieder enthalten. Die unabhängigen intellektuellen Frauen sind immer subversive Hysterikerinnen, die ihr eigenes Ding, ihr eigenes Projekt durchziehen wollen. Und zwar nicht als Seinsverfehlen, sondern als Parallelbegehren zu den ansonstigen körperlichen Verwirklichungsaktionen und nicht in Kontrapunktik dazu vielleicht, aber nicht in Kontroversität dazu. Es kommt gar nicht in die Tüte, die Milchtüten so lange auszuzuzeln, bis am Ende ein hohles Tetrapack übrig bleibt.